Sind wir mal ehrlich, die normale Skyblock-Map ist zwar absolut OG, wird aber nach kurzer Zeit schon relativ langweilig. Glücklicherweise bin ich letztens auf eine Karte gestoßen, die diesen All-Time-Klassiker deutlich besser macht. Bei Beta Skyblock gibt es 13 neue Overworld, 5 neue Nether-Inseln und dazu sogar Custom-Villager, die dir alles geben, was du so brauchst. Außerdem stößt man hier auf deutlich gefährlichere Monster und hat endlich auch die Möglichkeit, Minecraft durchzuspielen. Im heutigen Video werde ich genau das auf dieser extrem coolen Neuauflage versuchen, und zwar komplett ohne zu wissen, was mich dort so erwartet. Wenn ihr Lust auf mehr Minecraft-Maps habt, könnt ihr mir das extrem gerne jetzt schon mal mit einem Like und einem Abo zeigen und auch unbedingt mal in den Kommentaren raten, wie oft ich heute ins Void fallen werde. Viel Spaß! Ja, im Vergleich zum normalen Skyblock merkt ihr schon, ist hier einiges anders. Zum einen gibt es insgesamt 13 neue Overworld-Inseln, 5 neue Nether-Inseln. Der größte Unterschied ist allerdings, dass man hier jetzt sogar Minecraft durchspielen kann. Es gibt nämlich irgendwo unter dieser Insel einen Portalraum, nicht mal ein Stronghold. Das ist sehr gut, weil da habe ich ja immer Probleme, den zu finden. Wo genau sich dieser befindet, weiß ich sogar. Das ist allerdings auch das Einzige, was ich über diese Map weiß. Ich habe keine Ahnung, was ich auf den Inseln hier alles finden werde. Ich weiß nicht, wie der Nether aussieht. Ich weiß nicht, wie das End aussieht. Und ich weiß nicht, was mir diese neuen Villager geben, die laut der Beschreibung überall auf diesen Inseln verteilt sind. Ja, und trotzdem werde ich jetzt für euch versuchen, hier drauf Minecraft durchzuspielen. Und ich glaube, das wird richtig, richtig nice. Ich freue mich extrem. Okay, also das hier ist unsere Startinsel. Um zu den Inseln da rüben zu kommen, brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Materialien. Was mich allerdings als erstes anlächelt, ist der Bree hier. Also wie gesagt, es gibt Stuff Trader, das sind neue Villager. Und was gibt er mir denn zum Beispiel? Okay, 16 Holzblöcke ist ein Lava-Eimer. Das ist sehr wichtig für einen Cobblestone-Generator. Dann können wir für 2 Holz Weizensamen bekommen, aber das ist super unnötig. Ich habe die gerade First Try bekommen. Was willst du von mir? Naja, so oder so wie immer bei Skyblock ist halt das Wichtigste, dass wir erstmal ein Sapling bekommen, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Das sollte eigentlich die wichtigste Mission erstmal für den Anfang sein. Natürlich hier das erste Holz ranholen, weil Holz ist immer wichtig. Und dann so erstmal hier die Insel am Rand ein bisschen erweitern. Also das erste Holz erstmal umcraften. Dann machen wir uns ein paar Slabs, um die Insel zu erweitern. Wartet mal, wachsen hier Pilze? Weil hier ist gerade einer gespawnt. Normalerweise spawnen die nicht auf Gras. Das will ich jetzt sehen. Nö, ich warte. Naja, vielleicht darf man sie auch einfach nicht provozieren. Ich baue in der Zwischenzeit mal die Insel ein bisschen größer. Gut, also ich denke, das hier sollte auf jeden Fall erstmal reichen, damit hier die Saplings nicht irgendwie darunter fallen. Und damit fühle ich mich jetzt sicherer und traue mich, diesen gesamten Baum abzubauen. Oh nee, wer ist denn eigentlich der Kollege da drüben? Ein Elder Guardian, das ist Bob. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht, aber wir werden heute natürlich trotzdem versuchen, jede Insel zu erkunden. Okay, also ich glaube, das hier sollte eigentlich der letzte Holzblock im Baum gewesen sein. Oh, da ist er! Unser erster Eichensäbling. Oh, ist das wichtig. Und wie immer, wenn einer da ist, dann droppen auch noch mehrere. Und übrigens war das doch nicht der letzte Holzlock. Gut, also insgesamt sind es jetzt sogar 5 Stück geworden. Das reicht auf jeden Fall. Okay, also die ganzen Saplings sind jetzt platziert. Das bedeutet, Holzsorgen sollten wir eigentlich nicht mehr haben. Ich kann mir also mit gutem Gewissen direkt auch mal 2 Kisten herstellen, damit ich hier den ganzen komischen Stuff nicht die ganze Zeit im Inventar habe, was ja super nervig ist. Und dann können wir eigentlich auch direkt schon die ersten Trades mit unserem Kollegen hier machen. So, wie gesagt, für 16 Oaklocks bekommen wir einen Lava-Eimer. Wir haben hier auf der Insel nämlich keine Kiste wie normalerweise. Damit können wir jetzt einen Cobblestone-Generator bauen, vor allem auch, weil wir hier einen kleinen Fluss haben. Und dieses Cobblestone können wir dann gegen Eisen und gegen Brot tauschen. Was mir allerdings gerade auffällt, ich glaube, Eisen-Traden lohnt sich gar nicht so sehr, weil, naja, unsere Insel besteht aus über viel Eisen. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch ein Cobblestone-Generator gar nicht so wichtig. Also ich glaube, ich würde die Lava erstmal zur Absicherung hier irgendwo random hin platzieren und mir stattdessen einen Wassereimer nehmen. Und dann können wir eigentlich auch so normal anfangen, ein bisschen Stein zu farmen. Also es ist Zeit, wir machen uns eine Steinspitzhacke und bauen uns eine Mine auf einer Skyblock-Insel. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ja, warum ist hier Cobblestone? Gehört das zu einer Struktur? Nö, der spawnt einfach auch random hier unter der Erde. Ah ja, übrigens, mein Ziel ist es natürlich, trotzdem nicht zu sterben. Also ich verliere jetzt schon ein bisschen Hunger.
und werde mich dann dementsprechend auch gleich um Essen kümmern müssen. Klar, ich könnte mich jetzt auch einfach runterstürzen, all mein Zeug in der Kiste vorher lagern und alles wäre wieder gut. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. Trotzdem, falls ich mal runterfalle, dann spiele ich trotzdem weiter und die Challenge ist nicht verloren, weil ihr wisst, ich bin schlecht lost und das kann gut mal passieren. Aber ich will es jetzt auf jeden Fall nicht ausnutzen und so irgendwie wieder an volles Essen oder volle Leben kommen. So, ich bin jetzt aber schon ziemlich tief in der Insel. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht auf einmal hier rausfalle. Ich spreche es an und genau dann passiert es auch. Okay, also 32 Stück sind auf jeden Fall ein ziemlich guter Start. Die Lava hier zu platzieren war, glaube ich, doch nicht so klug, weil dadurch die ganze Wiese anfängt zu brennen. Ich sperre sie lieber mal ein und wundere mich nachher, wo ich sie hinplatziert habe. Alright, und dann können wir uns eigentlich auch schon direkt den ersten Ofen craften und dort das ganze Eisen reintun. Und das größte Problem, was ich aktuell habe, ist Essen. Natürlich könnte ich mir jetzt überlangsam eine Farm bauen, aber wir können ja bei dem Brie hier auch 16 Cobblestone gegen ein Brot eintauschen. Und ich denke, das ist das Cleverste, wenn wir uns so erstmal das erste Food ranholen. Und dementsprechend mache ich mir jetzt erstmal einen Cobblestone-Generator, weil da kann ich viel einfacher farmen. Dann platzieren wir hier die Lava und es entsteht Cobblestone und auch wenn ich den jetzt abbaue, entsteht wieder neuer und kein Obsidian. Also wie es aussieht, läuft alles wie geplant und ich krieg's immer noch hin, einen Cobblestone-Generator zu bauen. So, und dann können wir eigentlich auch schon ein bisschen Eisen erstmal in eine Spitzhacke investieren. Wie gesagt, wir haben sowieso relativ viel. Und dann stelle ich mich erstmal hier hin und farm die ganze Zeit Cobblestone. Okay, also wir haben erstmal 1,5 Stacks. Ich denke, das ist ein ziemlich guter Anfang. Damit können wir uns jetzt mal 4 Brote traden. Das Ding ist nämlich, ich glaube, das ist keine Lösung für immer. Und da müssen wir jetzt halt abwägen, zu welcher Insel bauen wir uns als erstes hin. Wie gesagt, für mich wäre am besten irgendwas, wo wir schnell an Essen kommen. Okay, also wir haben da drüben einen Dschungeltempel, das ist nicht so gut. Was das da hinten ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da sind einfach Lamas auf der Insel. Hier drüben haben wir halt ein paar Tiere und das ist schon cool. Ich hätte halt gerne einen Villager, der mir Essen tradet. Also klar, das tut der Kollege schon, aber irgendeinen, der mir das besser tradet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da wäre da drüben vielleicht eine gute Anlaufstelle. So, was auch immer uns da erwartet. Ich habe Angst, deswegen, wie angekündigt, die Full-Iron-Rüstung, ein Eisenschwert und wir können uns sogar noch eine Eisenaxt bauen. Alright, also dann machen wir uns auf den Weg darüber zur ersten Insel, die wir erkunden. Oh mein Gott, was ist hier gerade passiert? Der Baum ist genau in dem Moment gewachsen. Auf einmal lag ich auf dem Boden, hab dadurch nicht mehr gesneakt und ich hätte dich auch gut und gerne gerade runterfallen können. Wir sind da! Wir sind auf der ersten Insel. Wir haben ja einmal ein Pferd, das ist sehr cool. Ich habe allerdings Angst, dass mich das von der Insel runterwirft. Dann hier einen neuen Villager, das ist ein Fisherman. Das klingt vielversprechend. Wir gucken allerdings erstmal in das Haus rein. Da finden wir sogar 2 Betten, das ist sehr wild. Oh, und hier oben haben wir 2 Kisten. Okay, in der ersten finden wir, ja, Kartoffeln kann man anbauen. Und in der anderen haben wir Saplings und noch mehr Blumen. Also ich bin ehrlich, ich habe mir irgendwie schon mehr erhofft. Tradest du, Kollege, dafür wenigstens gute Sachen? Weiß ich nicht. Eine Angel ist halt schon praktisch, weil... Na okay, das merken wir uns. Wenn wir Essensprobleme haben, dann könnte eine Angel ziemlich nützlich sein, weil ich glaube, das geht sogar schneller als Cobblestone-Farmen. So oder so, trotzdem habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Und wisst ihr, was mir gerade im Augenwinkel aufgefallen ist? Da drüben ist eine Pilzinsel. Ich sehe da zwar gerade keine Kühe, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass da welche sind. Und das bedeutet, ich habe mich wirklich perfekt zur falschen Insel rübergebaut. Ey, aber das ist gut, dadurch haben wir eine kleine Mission. Es werden ordentlich viele Holzslabs gecraftet. Jetzt haben wir 6. Ich denke, das ist mehr als genug. Ich habe mich ein bisschen übernommen. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der immer Todesangst hat, wenn er sich irgendwie übers Void baut. Ich habe meine Sneak-Taste gerade so festgedrückt. So sehr hat mich seit Jahren keiner mehr gedrückt. Alright, wir sind da und haben gerade mal 40 Slabs verbraucht. Gut, hier haben wir Sweetberry Bushes. Wen sehe ich denn da? Es gibt keine Challenge ohne dich, oder? Keine Challenge ohne dich. Sonst sehe ich hier, by the way, irgendwie gar nichts auf der Insel. Und den Kollegen hier... Es war so klar. Es war so klar. Der Wandering Trader ist auch in einer Custom Skyblock Map absolut useless. Ja, zum Glück war das nicht mein Hauptziel, sondern ich will ja darüber. Und das Positive ist, dass ich dort jetzt wenigstens auch die Pilzkühe sehe. Ich bin gleich da, versprochen. Habt keine Angst. Ich vermisse euch auch. Let's go! Wir sind auf der Pilzinsel. Also, das spawnt normalerweise nicht in Pilzbiomen, würde ich mal sagen. Oh, so sieht
sieht das da auf jeden Fall ziemlich besser, also deutlich besser aus. Alright, jetzt bin ich aber natürlich noch gespannt, was hier in diesem Filzhaus ist. Ein Dschungel-Villager. Ja gut, gucken wir erstmal in die Kiste. Wenn wir die abbauen, bekommen wir Strings. Dadurch haben wir zum einen eine Angel, was wie gesagt schon praktisch sein kann, auch wenn wir jetzt unendlich viele Pilzsuppen haben. Und zum anderen können wir uns dadurch einen Bogen craften. So, was hast du jetzt aber noch für Trades für... Oh, ein wichtiger Trade. 4 Emeralds gegen ein Obsidian. Und wir haben ja vorhin gesehen, für 4 Eisen bekommen wir ein Emerald bei dem anderen Villager. Das bedeutet, 16 Eisen sind ein Obsidian und ein Eisen sind 20 Cobblestone. Das bedeutet, 320 Cobblestone sind ein Obsidian, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe. Klar, ich kann auch auf der Startinsel ja einfach Lava-Eimer traden und die dann zuschütten. Das mit den Lava-Eimern ist auf jeden Fall günstiger, würde ich sagen. Es kostet ja nur 16 Holz. Und deswegen ist der Kollege eigentlich unfassbar useless. Boah, ich glaube da drüben, dass das Igloo sieht interessant aus. Oder die Schneeinsel. Ich würde sagen, da bauen wir uns einfach mal hin. Hallo, Insel, bitte sei hier kein Pulver. Gut, das hat sich dann auch geklärt. Es ist Pulverschnee. Okay, also wir haben hier ein Igloo, auch mit einem Villager drin. Dazu hier drüben noch ein Bär, habe ich da gerade gesehen. Ein Eisbär. Ey, Eisbär, pass auf, dass du da nicht runterfällst. Du bewegst dich ziemlich an der Klippe. Entschuldigung, das musste sein. Für dich, Kevin, für dich. Was ist denn das jetzt? 2 Emeralds gegen ein Amethyst-Shard. Das ist aber gar nicht gut. Haben wir hier wenigstens... Oh. Okay, wie es aussieht. Gibt's einen Keller in dem I? Was soll denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für ein Joke? Normalerweise ist hier ein Zombie-Villager und ein Villager. Und in dem Fall ist es ein Schaf und eine Ziege. Erklär mir, wie soll ich die Ziege zurückverwandeln in ein Schaf? Oh, ich hab mich gerade echt erschrocken. Oh, nein! Hey, alles cool. Die Insel war eh nicht schön. Gut, dann können wir eigentlich direkt checken, welche Insel wir als nächstes auschecken. Und ich finde, da klingt hier links die mit dem Wüstentempel eigentlich super interessant. Ah ja, und das da hinten, Freunde, falls ihr euch wundert, ist übrigens die Insel mit dem Portalraum. Wie gesagt, ist das Einzige, was ich von der Map weiß. Ich habe allerdings trotzdem keinen Plan, was der Villager da oben tradet. Wartet mal, das ist ein Fletcher. Also ich erkenne das nicht so gut. Ich habe keine Kontaktlinsen drin und auch kein Optifine. Aber das ist ein Fletcher. Okay, also Mission ist klar. Erstmal zu dem Wüstentempel und dann zu dem Fletcher, weil es kann gut sein, dass der uns am Ende einen Bogen und Pfeile tradet, die wir auf jeden Fall brauchen. Okay, ein Wüstentempel. Und was mir hier als erstes auffällt, da steht Explosionsrisiko. Hier sieht erstmal noch alles safe aus. Wir checken erstmal den Kollegen hier aus. Okay, ein Cobblestone gegen 4 Sand, vollkommen egal. Aber 4 Emeralds gegen ein Dia. Das ist nice. Wir können heute an Diamanten kommen. Da war ich mir nämlich noch nicht sicher, weil Erze habe ich auf den Inseln dazu keine gesehen. Das bedeutet, vielleicht müssen wir heute wirklich viel Eisen farmen, weil ich hätte schon gerne eine Full-Dia-Rüstung. Und die Experten können es jetzt vielleicht schon vermuten, natürlich hätte ich auch gerne eine Jukebox. Naja gut, dann ignorieren wir einfach mal wie jeder erfahrene Minecraft-Spieler dieses Schild und bauen uns hier ganz normal an der Seite runter, wie man es ja immer bei einem Wüstentempel macht. Die Druckplatte abbauen. Okay, es scheint ein normaler Wüstentempel zu sein. Gut, dann schnappe ich mir hier ganz entspannt das TNT, ignoriert das einfach. Und dann gucken wir doch einfach mal rein in die Kiste. 2 Gold, ein Goldapfel, ein paar Knochen, auch gut, um Essen dann am Ende hochwachsen zu lassen. Ja, auch noch ein paar Knochen, sonst nichts Weltbewegendes. Noch mehr Gold, noch mehr Knochen und ein paar Fäden. Gut, vielleicht müssen wir dann die Cobwebs gar nicht benutzen später und können die als Rettungsaktion benutzen. Ja, und sonst haben wir ehrlich gesagt nicht so viel hier drin gehabt. Und wir checken mal die nächsten Inseln ab. Also gerade haben wir echt einen Lauf, muss ich sagen. Hallo Pferd, einmal bitte zur Seite gehen. Dankeschön. Entschuldigung. So, jetzt geht's aber erstmal rüber auf die Fletcherinsel. Und da habe ich wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen ran. Okay, also erstmal als kleinen Beweis. Wenn wir uns hier in diese Insel reinbauen, in die Fletcherinsel, bevor wir uns gleich die Trades anschauen, dann finden wir hier den Portalraum. Es steckt kein Auge drin. Das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Und jetzt muss ich weg vor den Silberfischen. Er gibt uns wirklich Pfeile und einen Bogen. Oh, let's go. Aber die Trades sind echt nicht gut. Wäre unten in dem Igloo ein gesunder Villager, würde ich den auf jeden Fall eher zum Fletcher machen. Zur Erinnerung, 4 Eisen sind ein Emerald. Das heißt, ein Stack Pfeile kostet ein Stack Eisen. Ich will mir halt gerne erstmal einen kleinen Überblick über das Ganze hier verschaffen, bevor ich mich dann wirklich darum kümmere, Minecraft durchzuspielen. Also ein Dschungeltempel ist ja vom Ding her gar nicht so schlecht. Also dafür, wie selten er ist, rege ich mich immer wieder auf, dass er irgendwie schon ziemlich mau ist.
ist. Aber wenn man schon einen findet, wenn er einfach direkt vor der Nase ist, dann können wir da halt theoretisch so nice Sachen wie Dias oder so finden. Here we go again. Wir sind auf der Dschungelinsel. Okay, wir haben hier direkt Melonen. Das ist auch ziemlich cool. So, und sonst sehe ich hier in der Umgebung nichts, wollte ich gerade sagen. Aber da hinter der Tür steht ein sehr interessanter Bre. So, bevor wir deine Trades anschauen, erstmal einen Blick in die Kiste. Noch mehr Cobwebs. Was soll denn das eigentlich? Und der Bre tradet mir... Oh, das ist ja auch super useless. Wer will denn rote Beete? Also wie gesagt, das ist halt eigentlich eine Skyblock-Map, die man vielleicht auf längere Zeit spielt. Aber auch in Langzeitprojekten möchte doch niemand rote Beete, oder? Habt ihr jemals rote Beete ernsthaft in Minecraft angepflanzt oder benutzt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich weiß aber nicht, ob wir dann trotzdem weiterhin noch Freunde sein können. Pfeile, aber es sind nicht so viele. Aber trotzdem, wir können die Dispenser looten und haben dadurch 8 Pfeile bekommen. Cool. So, hier haben wir die erste Kiste, ja. Bisschen Eisen, bisschen Knochen, bisschen Gold. Und die andere findet man ja, wenn ich mich recht erinnere, wenn wir das Ding hier hinten zerstören. Was eigentlich ein Rätsel ist, was noch nie jemand in seinem Leben irgendwie ernsthaft gemacht hat. Und dann bekommen wir in der Kiste Diamanten. Nee, noch mehr Gold und Dschungelholz. Das schlechteste Holz, was in Minecraft existiert. So, von wo können wir denn jetzt hier weiter? Wir haben da drüben einen Outpost, wo ein Villager von der Decke baumelt. Okay, interessant. Da drüben ist der Guardian, den würde ich gerne erst herausfordern, wenn wir einen Bogen haben. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch das Ding da drüben, wo ich nicht richtig weiß, was es darstellen soll. Hallo, ich wollte mich hier nur mal kurz umschauen. Lamas! Wild, ich mag Lamas. Okay, und sonst haben wir hier oben noch so ein komisches Baumhaus. Und da sind Korallenblöcke auf dem Boden. Und hier sind Schilder. Auf denen steht gar nichts. Was ist das hier? Also wir haben Cobwebs, was wie gesagt nice ist. Und der Villager tradet uns nur Müll. Das ignorieren wir. Ein Emerald gegen einen Redstone. Gut, Kollege. Ich habe nichts von dir gekauft. Dafür allerdings dein komplettes Haus abgebaut. War wirklich wunderbar, mit dir Geschäfte zu machen. Gerne wieder. So, und mit gutem Proviant geht es damit auch schon weiter zur nächsten Insel. Das sollte dann die da drüben sein. Da scheint es Bienen oder so zu geben. Das klingt sehr friedlich. Hallo. Oh, Hühnchen. Was geht? Was gibt's denn hier so Praktisches drauf? Gibt's hier wirklich nur Tiere und eine Biene? Also, Bienen sind natürlich auch Tiere, aber ihr wisst, wie ich das meine. Nö, kein Villager oder so. Ich glaube, das ist einfach nur eine Insel, um sich halt Essen ranzuholen und um die fortzupflanzen. Deswegen gibt's von jedem Tier 2 Stück. Ja, das Ding ist nur, wir haben durch unsere Suppen schon genug Essen. Und das bedeutet, dass die Insel eigentlich ziemlich unnötig ist. Allerdings mussten wir hier so oder so drauf, denn ich möchte gerne da hinten hin. Dort ist nämlich eine Mesa-Insel, auch mit einem Fletcher-Villager, der auch interessant klingt. Let's go, wir sind da. So, was gibt's denn hier so Schönes? Ist hier nichts außer ein Villager? Ist hier vielleicht irgendwas drin? Irgendeine versteckte Kiste oder so? Nö. Ja, keine Ahnung, lohnt es sich wenigstens für die Trades? Ja, ein Emerald gegen ein Gold. Andersrum wäre gut, weil wir haben 25 Gold. Aber so auch eher nicht das, was wir brauchen für unsere Challenge. Okay, damit sind eigentlich nur noch 2 Inseln übrig, wenn ich mich nicht verguckt habe. Und zwar einmal der Outpost und einmal der Guardian. Ich bin ehrlich, vor dem Outpost habe ich irgendwie mehr Angst. Weil ich habe schon in der Beschreibung gelesen, dass es da ganz besondere Mob-Spawner geben soll. Und ich kann mir ehrlich gesagt nichts darunter vorstellen. Und ich glaube, deswegen kümmern wir uns erstmal um den Guardian und besiegen den auf seiner Insel. Und dann können wir zuletzt nochmal den Outpost abchecken. So, erstmal traden wir hier von dem Bre noch ein bisschen Eisen. So ein bisschen Cobblestone übrig zu haben, ist auch immer ganz gut. Aber die 2 Stück, also die 16 Pfeile, nee, die 4 Pfeile, die nehme ich mir natürlich auch mit. Alright, und eigentlich sind wir damit ziemlich gut unterwegs. Müssen jetzt nur noch warten, bis das ganze Eisen gebraten ist. Das bedeutet, wir gehen erstmal darüber auf die Insel. Wenn ich mich nicht vertan habe, sollte das der richtige Villager sein. Genau. Von dem können wir uns dann unser Eisen gegen Emeralds traden lassen. So, insgesamt 16 Stück. Damit geht's dann weiter auf die Portalrauminsel. Und genau dort holen wir uns dann die Pfeile ran, weil es gibt keinen anderen Weg. Wir haben jetzt gerade indirekt 64 Eisen gegen 64 Pfeile eingetradet. Alles nur mit der Hoffnung, dass unter dem Elder Guardian irgendein besonderer Schatz auf uns wartet. Naja, so oder so, es geht jetzt erstmal nach links. Dann bauen wir uns von da rechts rüber zu dem Guardian. Und ich hoffe, dass der uns von da unten nicht treffen kann. Das wäre nämlich super mau. Aber ich glaube, wir sind eigentlich safe, wenn wir uns da oben hinstellen und einfach draufschießen. Zumindest ist das meine Taktik, um den ersten Miniboss in Minecraft zu besiegen. Beziehungsweise den ersten richtigen Boss. Weil aus irgendeinem Grund ist der Elder Guardian ja auch ein
Boss. Okay, cool. Mining Fatigue bekommen wir schon mal. Okay, hier fühle ich mich sicher. Aus der Entfernung fühle ich mich sicher und ich glaube, ich könnte ihn treffen, theoretisch. Wir haben ihn schon mal getroffen, er rastet überaus. Okay, aber es scheint eine gute Taktik zu sein. Das war's. Er ist down. Na gut, es geht jetzt trotzdem mal runter, auch wenn wir Mining Fatigue haben. Wir sammeln uns höchstverdient den Schwamm auf. Wow, das hat sich ja absolut gelohnt. So, und jetzt bin ich echt gespannt, was wir da unten finden werden, sobald die Mining Fatigue fertig ist. Oh, ein Villager. Ein Villager und noch mehr Schwämme. Das gucken wir uns gleich an. Und ich glaube, wir können ja trotzdem schon mal checken, was der Villager uns so anbietet. Oh, nee. Das ist doch auch nicht das Wahre. 4 Emeralds gegen ein Wet Sponge. 3, 2, 1. Wir sind wieder clean. Und das bedeutet, wir können jetzt diese Schwämme abbauen. Okay, ich hatte recht. Unter den Schwämmen ist was Besonderes. Aber es ist nur ein Goldblock gewesen. Ich dachte, da wäre eine Kiste mit Diamanten und hier und da coolen Zeug. Aber nur ein Goldblock dafür, dass ich einen Minecraft-Boss besiegt habe. Und dazu 6 Schwämme und schlechte Villager-Trades. Ich habe mir mehr erhofft, aber wir haben den ersten Boss besiegt. Yay! Hallo, bin ich hier bei den Pillagern? Oh mein Gott, fast verbaut. Da sind Spawner. Pillager-Spawner. Oh, Pillager! Okay, alles cool, alles cool. Wir bleiben alle ruhig. Ich baue die Spawner ab. Ist mir egal. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber das musste sein. Oh mein Gott! 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 So viele Vindicator. Die mit den Äxten. Da sind 2 Vindicator-Spawner unten. Wir müssen das Risiko eingehen. Spawner abbauen. Oh, die sind auch Vindicator. Nein, 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 kein Hit. Ich darf kein Hit bekommen. Oh Gott. Step 1, wir brauchen besseres Essen. Ich möchte mich nicht weiterhin davon ernähren. Das ist nicht mein Standard. Aus diesem Grund farmen wir jetzt Kartoffeln. Wir bauen jetzt Kartoffeln an. Okay, noch sieht's gut aus. Ich bin wachsam. Wir gehen runter, ich baue den Spawner ab. Okay, erster Spawner down. Vindicator eingesperrt. Was eine Taktik. So stark. Down, abbauen. Alright. Das heißt, die letzten, die uns gefährlich werden könnten, warten da ganz oben auf dem Turm. Okay, wir haben keine Wahl. Wir müssen die von unten abbauen. Wir müssen den Spawner von unten abbauen. Ist die einzige Möglichkeit. Okay, Step 1. Eingänge versperren. Erledigt. Es kann keiner hier mehr reinkommen. Jetzt müssen wir herausfinden, wo genau der Spawner ist. Oh, hier. Und das bedeutet, wir können ihn von unten abbauen. Hoffen, dass keiner runterfällt. Oh, hat ja gut funktioniert. Ich glaube, ich traue mich wieder hochzugehen. Oh Gott. Oh no. Seht ihr das? Das sind die nervigsten Illager, die es gibt. Die Wächse beschwören können. Und es sind 3 Stück. Okay, wie es aussieht, gibt es noch andere Spawner. Ich habe nicht alle zerstört. Und der müsste eigentlich ungefähr hier sein. Nein! Oh mein Gott, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe es ja zum Glück am Anfang angekündigt. Ich darf sterben in der Challenge. Aber meine ganzen Sachen sind jetzt weg. Okay, wir müssen schnell sein. Wir müssen die wieder einsammeln. Er liegt noch da. Er liegt noch da und die Vindicator sind weg. Warum sind die Vindicator weg? Oh mein Gott. Yo. Oh, ist das wichtig. Da ist er. Okay, jetzt konzentrieren. Spawner abbauen und direkt den Block darunter wieder hinsetzen. Okay, okay. Easy. Spawner ist down. Das sollten alle gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Was aber gut möglich sein kann. Okay. Sie haben mich bemerkt. Und es kommen so viele Wechsel hinter mir gerade her. Warum ist hier denn noch ein Respawn-Di? Oder habe ich einfach einen übersehen? Den habe ich doch gerade abgebaut. So, dann gucken wir in die Kiste. Das muss sich gelohnt haben. Wenn hier jetzt normaler Outpost-Loot drin ist, dann bin ich richtig beleidigt. Es ist normaler Outpost-Loot. Okay, aber der Bremus dafür wenigstens gute Ja. Was habe ich erwartet? Gut, damit können wir immerhin sagen, wir haben alle Overworld-Inseln abgeklappert, haben alles einmal gesehen und haben damit eine Mission, in den Nether zu gehen. Alrighty, Holz ist genug. Das ist wunderbar. Nein! Oh Gott, nee! Oh mein Gott. Das ist ja... Oh, meine Insel! Oh, was ist hier los? Wie konntest du schnell eskalieren? Es lief alles perfekt. Alright, immerhin haben wir jetzt genug Eisen gefarmt für eine Eisenrüstung. Beziehungsweise auch, um uns wieder alle möglichen Eisentools herzustellen. Das Bitterste ist allerdings ehrlich gesagt immer noch der Bogen, den wir verloren haben. Vor allem die ganzen Pfeile. Einen Bogen kann ich mir relativ schnell nochmal neu craften. Zack, zack, zack. Dann haben wir den auch wieder. Aber ich denke, ich muss trotzdem noch ein bisschen Eisen farmen, damit wir wenigstens wieder einen kompletten Stack Pfeile haben. So, dann erstmal bei dir 64 Eisen gegen 16 Emeralds. Und dann gehen wir rüber zu unserem einzigen Fletcher, der uns Pfeile tradet und geben ihm 16 Emeralds, um dafür ein Stack Pfeile zu bekommen. Was ein guter Preis. So, damit sind wir jetzt aber immerhin gut genug ausgerüstet, um in den Nether zu gehen und da ein paar Blaze Rods zu farmen. So,
So, wir haben jetzt 9 Stück. Das ist der 10. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Und die letzte Lava. Let's go. Das Portal steht und ich glaube, ich habe mich nicht vergossen und das irgendwie falsch gebaut. Wir setzen hier so Holzplanks hin und hier auch. Und dann da unten Lava. Und jetzt springt das hier über. Und das ging viel schneller als gedacht. Wir gehen in den Nether, versuchen da Blazewatts ranzuholen und die Inseln zu erkunden. Und ich bin gespannt, was uns da für neue Custom Islands erwarten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gefährlicher Spawn. Gefährlicher, aber interessanter Spawn. Hier ist ein Fossil. Hier ist ein Villager, der... Oh! 4 Gold gegen eine Enderperle. Och nö. Lasst mich einmal kurz was schauen. Ich hab's in der Kiste gesaved. Was? War ich einmal klug? Hab ich einmal mitgedacht? Das nutzen wir direkt aus. Wir haben instant 8 Enderperlen. Das ist ja super stark. Wie kommen wir an Blazerods? Oh. Ich vermute mal so. Da ist einfach nur der Spawner-Teil von der Festung. Dann ist ja eigentlich alles gut. Habe ich da gerade ein Gas gehört? Ich will nicht... Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich hab's unterschätzt. Ich hab's unterschätzt. Mit so vielen Fallen, wie wir gerade haben, ist mir das mit den Blazes viel zu riskant. Das reicht auf keinen Fall. Und da in den Nahkampf zu gehen, wenn mit 3 Blazes immer auch 2 Wither-Skelette spawnen, ist viel zu riskant. Deswegen der Plan jetzt folgender. Wir bauen uns hier einmal rüber auf die anderen Nether-Inseln, damit wir erstmal sagen können, wir haben die erkundet. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Praktisches. Wir gucken hier erstmal in dieses Nether-Iglu rein. Oh, bisschen Gold. Ein Goldapfel habe ich ja vorhin 2 verloren. Und noch mehr Gold. Ich weiß nicht, ob hier Piglins gleich noch kommen. Also die, die aggressiv sind, wenn ich kein Gold trage. Aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher und ziehe mir trotzdem einen Goldhelm an, wenn wir gerade schon was gefunden haben. Okay, wir sind im Crimson Forest. Ah ne, im Warp Forest meinte ich. Wenn ich F3 drücke, dann wird das ja auch wirklich als Warp Forest ausgeschildert. Aber ich sehe keine Enderman und irgendwie auch sonst keinen Villager oder keine Truhe. Laut F3 ist das auch... Nee, das ist nicht mal wirklich ein Crimson Forest. Der wurde einfach gebaut. Und auch hier ist sonst gar nichts. Also, Hot Tourist Destination, let's go! Es ist doch ein Crimson Forest. Aber auch hier haben wir wieder nichts Brauchbares, außer halt Blöcke zum Bauen. Aber das machen wir ja nicht. Wir sind ja zum Minecraft-Durchspielen hier. Und damit würde ich sagen, haben wir erstmal alles abgecheckt, was wir im Nether sehen wollten. Wenn ich jetzt 48 Eisen farme, was ich gleich tun werde, dann können wir uns eine Dia-Spitzhacke machen. Und ich glaube, dann sollte mein Plan, sich AFK an den Cobblestone-Generator hinzustellen, eigentlich aufgehen. Und so ist es soweit, Freunde. Nach 3 Stunden haben wir unser erstes Diamant-Tool. Das brauchen wir aber auf jeden Fall, um uns eine automatische Farm zu bauen. Also eine automatische Cobblestone-Farm. Und dadurch, dass man Cobblestone hier gegen gefühlt alles traden kann, ist es eine automatische Farm auch für Eisen. So, dann bin ich gleich mal gespannt, ob ich das wirklich so gut hinbekomme. Und ich hoffe, die Dia-Spitzhacke hält auch lange durch, weil sonst war das gerade ein absoluter Fehlkauf. Dann bei unserem Wüstentempel-Atzen gegen 2 Diamonds. Und genau so können wir uns dann unseren Enchanter herstellen, der uns bitte, 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 das wäre so wichtig, wenigstens Unbreaking 1 auf der Spitzhacke gibt. Wenn da jetzt nirgendwo Unbreaking 1 steht, dann haben wir wirklich ein Problem. Effizienz, Unbreaking 1, Effizienz. Okay, Unbreaking 1 haben wir. Sehr gut, sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, wir steppen darüber, holen uns tatsächlich vom Wandering Trader 2 Lapis. Hätte ich am Anfang niemals gedacht, dass ich diesen dummen Trade eingehe. Aber naja, was soll ich machen? Ich brauche Unbreaking. Das machen wir uns so auf die Spitzhacke. Ja, und wenn mein Plan aufgeht, sollte ich so jetzt eigentlich eine Stunde vielleicht AFK Cobblestone farmen können. Alright, Freunde. Also, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gegessen. Wie gesagt, mich währenddessen hier die ganze Zeit AFK hingestellt. Ihr seht, die Spitzhacke ist auf jeden Fall so gut wie kaputt. Zum Glück habe ich sie nochmal verzaubert. Sonst hätte ich das auf jeden Fall verpasst und wir hätten unnötig gefarmt. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wie viel Cobblestone wir jetzt in der Zwischenzeit so bekommen haben. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Also dann einmal in die Kiste schauen. Ja, das sieht doch vielversprechend aus. Also das ist auf jeden Fall mehr, als ich auf einmal jetzt tragen könnte. Ich glaube, ich habe das ein bisschen überschätzt. Also, wie gesagt, ich stand jetzt eine Stunde AFK und wir haben dadurch jetzt insgesamt 90 Roheisen bekommen. Das sind umgerechnet dementsprechend auch 90 Pfeile. Ich bin ehrlich, ich hab mit mehr gerechnet. Also für den Nether sollte das auf jeden Fall reichen. Nur für den Endkampf müssen
müssen wir dann später, glaube ich, noch ein bisschen mehr Eisen farmen. Ja, und dann können wir auch schon loslegen und ein paar Blazes abschießen. Nur natürlich müssen wir dabei auf die Piglins achten, die da stehen. Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch! Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, sorry fürs Rumschreien. Ich find's gerade ein bisschen angespannt. Das war am Ende nochmal richtig knapp. Ich bin ganz ruhig, ey. Wir haben 6 Blaze Rods. Das heißt, es fehlen uns nur noch 3 Enderperlen. Das Erz könnte das letzte sein. Ist es nicht. Es fehlen noch 2. Noch 2 Goldnuggets zu den letzten Enderperlen. Und dann hätten wir einfach alles, was wir brauchen, um Minecraft durchzuspielen. Alright. Also dann. Wir verkraften die ganzen Goldnuggets in Goldingots. 13 Stück, können uns davon 3 neue Enderperlen holen. Es geht endlich raus aus dem Nether, der mir solche Kopfschmerzen bereitet hat. Und ihr seht schon, damit haben wir jetzt 6 Blaze Rods, 12 Enderperlen und endlich alles, um Minecraft durchzuspielen. Na, wobei, wie gerade schon angekündigt, alles, um Minecraft durchzuspielen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir brauchen natürlich noch mehr Pfeile, weil 53 Stück reichen bei meinen Skills auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich nicht mal, um die ganzen Türme zu zerstören. Nach all der Zeit und nach dem ganzen Struggle, leider 2-mal gestorben, aber ich hoffe, es bleibt dabei und es bleibt so wenig. Nein, 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 nein! Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin so blöd. Das Traurige ist halt, ich habe so gut wie jede Insel jetzt schon abgefarmt. Ich glaube, es gibt nur noch 2, auf denen ich nichts gesammelt habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Gut, wir haben keine andere Wahl. Und das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber wir müssen später in den Nahkampf gehen. Wir müssen. Yo, Freunde, absolute Intelligenzidee. Also klar können wir die Türme mit Pfeilen zerschießen. Die sind ja aber teuer. Das Ding ist, das Ganze... Das Ganze geht aber doch auch mit Schneebällen. Und wir haben da drüben sogar so ein Schneebiom mit dem Iglu drauf. Ich bin ja kein Experte, aber ich denke, das sollte an Schnee auf jeden Fall erstmal reichen. Damit kann man das ein oder andere Iglu bauen. So, dann wie angekündigt, endlich mal wieder eine vollständige Eisenrüstung. Ist schon die dritte, obwohl noch keine kaputt gegangen ist. Ich wundere mich, wo die anderen hin sind. Also dann einmal bitte Kartoffeln mit Gentechnik hochzüchten. So, dann bitte mal schnell in die Fritteuse. Zack, die guten Maggis-Pommes. So, und dann rüsten wir uns aus für den finalen Kampf. Wassereimer, extrem wichtig, nehmen wir mit. Ich glaube sogar 2. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, wie das End aussieht. Alright, wir haben genug Kartoffeln für den Endkampf. 1 Stack sollte reichen. Es ist soweit, wir machen uns auf zum Portal. Dafür habe ich 5 Stunden gegrindet. Boah, was ein Struggle. Hier ist er, Freunde. Erstmal den Spawner abbauen, bevor Silber Fische spawnen, das funktioniert. Und jetzt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen eins davon werfe. Das wäre ja absolute Vollpanne. Es ist aktiviert. Das Portal steht, Freunde. Viel Spaß. Okay, das End sieht, glaube ich, normal aus. Sehr gut, dass hier außen offen ist. Da kommen wir deutlich schneller raus. Okay, es ist ein normales End. Gut zu wissen. Naja, dann wird Zeit für eine kleine Schneeballschnacht, Enderdrache. Also das Ding können wir auf jeden Fall treffen. Aber die anderen Türme sind schon relativ hoch. Ich habe Angst, dass ich mich hochbauen muss. Können wir hier durchschießen? Ja, okay, das funktioniert immerhin. Okay, alles gut, den treffen wir. Oh mein Gott, die Flugbahn ist ja ganz weird. Hi, Enderdrache. Okay, alles safe. Wir haben es überlebt. Das war ein Wahnsinns-MLG, Gustav. Komm, den muss ich noch treffen. Ja, reicht das? Ja, es reicht. Alle sind down und der Drache fliegt in die Mitte. Und wir gehen das Risiko ein und gehen hinterher. Wir geben ihm. Wir müssen uns immer mitbewegen, es ist wichtig. Für den Notfall haben wir auch noch 16 Pfeile. Die würde ich aber... Oh, er schießt. Flieg mal lieber in die Mitte, bitte. Sehr gut, richtiger Winkel stimmt. Hälfte der Leben ist so gut wie weg. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Das könnte reichen. Nee, ich bin so dumm wie immer. Wir besiegen, wir machen den letzten Schlag mit dem Goldapfel. Wir machen den letzten Schlag mit dem Goldapfel und haben es damit geschafft. Ich bin nicht im End gestorben. Ich war noch nie so stolz auf mich. Was eine unfassbar nice, aber auch unfassbar zeitintensive Challenge. Wenn euch diese Challenge und das gesamte Video genauso gut wie mir gefallen hat, könnt ihr mir das sehr gerne jetzt noch ganz schnell mit einem Like und einem Abo zeigen. Kommentiert auch sehr, sehr gerne, ob ihr die OG Skyblock Map oder diese neue besser findet. Glaubt mir, jeder Kommentar, jeder Like und jedes Abo macht mich so unfassbar glücklich und zeigt mir immer wieder, warum ich sowas mache. POV, der Enderman ist der Like-Button und ihr seid das Schwert. Naja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich bin euch unfassbar dankbar, dass ich das hier einfach beruflich machen kann. Es ist mein absoluter Traumjob. Es macht mir so unfassbar Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch auch dieses Mal ein bisschen unterhalten. Ihr habt noch einen wunderbaren Samstag. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Haut rein und ciao.